Liebe Kameradschaft, steht schwarz-weiß. Die Spieler sind auf jedem Gegner, heißt denn auf den Rängen. Mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen. Und alle wissen, hier ist der Feuerwehr, der Feuerwehr. Und alle wissen, hier ist der Feuerwehr, der Feuerwehr. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum ersten Gaihinger Fußball-Firmenturnier hier im Zeppelin-Park. Mein besonderer Gruß gilt natürlich der Schirmherrin, unserer ersten Bürgermeisterin, der Frau Hannelore Gauber. Es hat eine Initiative gegeben zwischen der Stadt Gaihing und unserem Turnierorganisator, dem Trainer unserer ersten Herrenmannschaft, dem Herrn Daniel Weber. Hierzu nochmal Glückwunsch zum Aufstieg in die Bayernliga, falls ihr sie noch nicht mitbekommen habt. Der Hintergedanke dieses Turniers ist natürlich, dass wir hier in Gaihing der größte Verein sind und die ansässigen Firmen. Da ist eigentlich nicht so ein Kontakt da. Und da ist von der Buchhalt abgesehen, von der Kampfhalt. Aber der gesagt hat, ja, warum machen wir denn nicht mal was? Es sind immer wieder Anfragen da, können wir hier auf eurer Anlage mal trainieren und mal Fußball spielen. Und ich glaube, so ein Firmenturnier macht eigentlich Sinn, dass man da uns näher kennenlernt. Der Daniel und ich sind während des Turniers, nach dem Turnier, für Fragen offen, alles was den VfL Gaihing betrifft. Dann mein besonderer Dank gilt natürlich auch den unseren Sponsoren. Einmal der Firma Business Campus, dem Herrn Geschäftsführer Michael Blaschek. Vielen Dank für die finanzielle Unterstützung. Und natürlich auch dem Herrn Joost von der Unternehmensgruppe Joost, der uns freundlicherweise die Pokale gestiftet hat. Also das ist hier der Wanderpokal. Den bekommt die Siegermannschaft. Den müsst ihr dann nächstes Jahr wieder mitbringen. Und dann haben wir hier noch drei Pokale. Die dürft ihr dann behalten. So, zu der weiteren Organisation übergebe ich dann das Wort an den Daniel. Und die Frau Gamer wird dann heute Abend die Siegerehrung vornehmen. Und danach haben wir dann ein tolles Spiel zwischen der ersten Mannschaft vom VfL Gaihing, also der frische Bayernligist, gegen unsere Nachbargemeinde Heimstetten, die in der Regionalliga spielen. Das wäre mit Sicherheit eine tolle Sache. Ja, und dann gibt es Essen, Trinken und ich hoffe, viel Spaß, gute Gespräche. Ich wünsche euch einen verletzungsfreien Verlauf, viel Spaß und bis später. Danke. Dankeschön, Uwe, Dankeschön, Frau Gabor. Ich darf mich erstmal bedanken bei den ganzen Firmen und bei dem sehr positiven Kontakt, der die ganzen Wochen jetzt war, um dieses Turnier zu realisieren. Ich habe ein paar Informationen zum Ablauf heute, sodass jeder alles weiß für heute. Die Verpflegung hier vorne ist eine Zentralkasse, also bitte dort die Bons kaufen und dann dahin gehen, wo es was zu essen gibt. Die Schiedsrichter, also die sind heute alle ehrenamtlich hier. Bitte damit Respekt, wir wollen alle am Montag wieder arbeiten gehen, es ist ein Firmenturnier, geht es um keine Meisterschaft, auch wenn der Pokal schön aussieht, wie der Europameisterschaftspokal, aber ich hoffe, dass da fair vorgeht. Die Strafen sind, höchste Strafe sind 2 Minuten Strafe, also für ein grobes Foulspiel, damit ihr auch da Bescheid wisst. Wettbewerb Geschwindigkeitsschießen. Und Torwandschießen, also es gibt für die Besten der Mannschaften da auch noch was zu gewinnen. Und wenn noch sonstige Jugendliche und Kinder hier sind, können die das zwischendurch, wenn da frei ist, natürlich auch mal ausprobieren. Heute Nachmittag für alle ab 14 Uhr wird für alle Kinder, also wenn jemand seine Söhne, seine Töchter mitgebracht haben, die kicken wollen, unsere Jugendabteilung veranstaltet um 14 Uhr dort auf dem Soccer Court. Ein kleines Jugendturnier, da ist Anmeldung um 13.30 Uhr, wird dann aber nochmal von der Turnierleitung durchgesagt. Das wird aber kurzfristig organisiert. Der Herr Joost hat uns jetzt noch 2 Bälle mitgebracht. Diese Bälle sind die Originalspielbälle für die neue Bundesliga-Saison.
Die gibt es also noch gar nicht zu kaufen. Der Gewinn, der Sieger bekommt auch einen Ball. Und der andere Ball, der wird fürs Endspiel benutzt und den behalten wir. Ja, wir brauchen den Großen dabei, wenn ich will. Jetzt können wir hinter. Ja. Spielen wir nicht mit Abseits. Aber eins haben wir nicht aufgehoben, es zählt die Rückpassregel. Also sollte ein Abwehrspieler, ein Spieler seinen Torwart den Ball zurückspielen, darf er den Ball nicht mit der Hand aufnehmen, sonst gibt es natürlich einen Freistoß. Also wie gesagt, wir spielen ohne Abseits. Aber die Rückpassregel gilt natürlich bei den Erwachsenen. So, langsam fangen wir an. Auf Platz 1 die Neumayer Mad Dogs gegen die Hasenkämpfer. Auf Platz 2 EBS and Friends gegen die Papiertandler. Auf Platz 3 der Business Campus gegen Texans Fußball Garching. Und auf Platz 4 die Tüftler gegen Ido. Viel Spaß. So, die Schiedsrichter kommen auch schon. Also bitte aufstellen, dass wir pünktlich anpfeifen können. Wie gesagt, wir pfeifen hier vor der Turnierleitung. Auf der Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Easyland gegen den Business Campus und auf Platz 4 Emma Sports gegen die Tüftler. Ah!
Das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. Drin bleiben, im Tor bleiben. An unserem Minispielfeld. Also geht's. Auf geht's. Lieber Daniel, bitte zur Turnierleitung. Lieber Daniel, bitte zur Turnierleitung. Hey Günther! Durchsage. Wir haben Fenerkittel von Fabio Gagi, Feuerzeuge, Kugelscheibe, Eisberg, Gläser, Schals, Mützen, Wimpel, alles hier kostengünstig zu erhalten. Unterstützt den VfR. Vielen Dank. Nur noch. Das ist nur lauer, da gehen wir gleich. Der linken Pferd,
nicht machen. Weil bei mir muss halt die nächste Minute. Bleib ich eben doch daheim, weil. So, die Verlierer von den 8-Meter-Schießen können gleich hin, können müssen dann leider. Oder was heißt leider? Raus! Ja, war schon, oder? Wir haben angefangen doch. Mit zwei Hardkicker gegen die Hasenkämpfer. Für das Halbfinale halten sich dann bereit auf Platz 1 die Joost Unternehmensgruppe gegen Isilan und auf Platz 2 die Papiertantler gegen die Blues. Dann ist alles in Ordnung. Komm, wenn kein Dunkel, halt ihn. Jawohl! Hey! Du musst jetzt retten. Wieso, das war's? Ihr habt doch schon gewonnen. Gut, dass ich getroffen habe. Wir haben zwei gehalten. So, Jungs, jetzt schön duschen. War's das oder kommt jetzt auch mal? Haben wir das Soundfoto noch? Ja, das machen wir jetzt hier. Das war nicht klar. Das ist eine tolle Sache. Bitte Applaus für beide Mannschaften. Gut. So, meine Mannschaft aufsteht, dass die Frau Bürgermeisterin den Anstoß ausführen kann. Wir pfeifen dann kurz an und dann gehen wir wieder raus. Ein Spieler nach vorne, dann kann ich einfach raus. Ja, so, warten Sie mal zu abpfeifen. Super! Das war perfekt! Ein perfekter Spannstoß von unserer Bürgermeisterin. Vielen Dank und viel Spaß bei den Mannschaften. Hey Jungs, kommt zu Vollgas, gell? Hier, komm zusammen.
So, damit ist das Finale beendet. So, ich bitte alle Mannschaften hier vor der Turnierleitung aufzustellen, dass wir damit der Siegerehrung anfangen können. Als erstes wollen wir noch ein paar Preise vergeben für den härtesten Schuss und den platziertesten oder die beste Torwandleistung. Da müssen wir aber eine kleine Verlosung noch machen, weil wir haben viermal drei Treffer. In der Verlosung ist der Kenny Seifert, Bernhard Backerl, der Felix von Just und der Sebastian vom Business Campus. Da losen wir jetzt einfach einen raus von. Die Frau Bürgermeisterin macht das, damit es. Der Felix vom Just hat gewonnen. Heute gehen alle Preise rein. Felix! Das ist für dich. Junger Mann. Ja, prima. So, und den härtesten Schuss hatte einer heute von Neumeier, und zwar einer von den Nebratos, und zwar der Stefan. Hey. 116 km/h. Wo ist er? Hey, kommt da. Aus der Zerrung. Deswegen sind wir nicht Erster geworden. War die. Ein Applaus, 116 km/h ist schon eine ordentliche Leistung, oder? So, dann kommen wir zur Siegerehrung. Und zwar einen guten 20. Platz haben die Tüftler gemacht vom TÜV Süd. Hauptsache unsere Autos werden gut. Wir kommen alle durch die Tür. So, den 19. Platz haben von unserem Ralf Siegel die Ibis & Friends gemacht. Ralfi! Dann den 18. Platz hat einer unserer Mitsponsoren, der Business Campus, gemacht. Mit dem 17. Platz weiter, das ist das Bosch A-Team.
Glückwunsch. So, dann haben wir 15. Platz. Und 16. Platz, Texas Fußball Garching. Also die Firma Texas Instruments. Wo sind die Jungs? Danke. 15. Platz geht an Marienhof. Und Marienhof, unser Klärwerk, damit wir ja alle sauberes Wasser haben. Okay, dann gehen wir zum 14. Platz über, das sind die Activerktas. Duschen, kann auch sein. Dann machen wir weiter beim 13. Admelkicker. Die Plätze zwischendurch wollten nicht. 12. Platz, die Hasencamper. Da ist jemand da. Auf dem 11. Platz die 2 H-Kickers. Auf Platz 10 den 1. FC World Courier. So, dann 9. Platz, Swag World München. Ja. 8. Platz geht an Ido. So, dann geht der 7. Platz an unseren Sponsor Neumeier Mad Dogs. Kommt der Chef wenigstens selber. Sechster war der Turnierfavorit. Die haben sie direkt schon Jumpers Kickers genannt. Leider hat es nicht gereicht. Der 5. Platz geht an Elmer Sports. So, dann geht der 4. Platz. Ich komme auf die Halbfinalplatzierung an die Papierdandler. Milan. Da geht der 1. Pokal weg. Ja, danke, darf ich mich nochmal bedanken bei unserem Sponsor für die Pokale. Und zwar von der Jost Unternehmensgruppe. Dankeschön. So, in einem leider doch etwas deutlicheren Finale war. Habt ihr ja bis sehr, sehr bemüht, aber eure Kraft unten in der Vorrunde gelassen. Die Blues! Und obwohl sie nach vorne etwas geschwächelt haben, haben sie es hinten rausgerissen. 1. geht an Just Unternehmensgruppe. Oh, ein Abkürz, ja. Das kannst du gar nicht tragen.
Jetzt geht's zum großen Wanderpokal gestiftet von der Stadt Garing. Der muss wieder weitergehen. Also, ein schönes Siegerfoto. Bevor das letzte Wort natürlich unserer Chefin, unserer ersten Bürgermeisterin überlassen wird, muss ich mich noch ganz kurz an euch wenden. Bleibt bitte da. Ein Riesendank an die Organisation. Einmal vom Daniel Weber, dann der Franz Hölzl mit seiner Frau als Abteilungsleiter, dann an die Turnierleitung, der Günther Niebauer, für das, dass er das erste Mal gemacht hat. Finde ich ganz toll. Also super, Günther, Dankeschön. Dann an unsere jungen Spieler, die teilweise, naja gut, die haben natürlich die Torwart betreut, die Geschwindigkeitsschussanlage und wir sind so riesig im Alter, jetzt stehen wir es beim Bierhausschingen. Naja, was soll's. Dann an alle Zuschauer, an alle Beteiligten, bleibt bitte da, weil jetzt im Anschluss schauen wir mal, ob die Profis, sogenannten Profis, es besser machen. Wir bleiben beieinander, wir feiern noch ein bisschen. Die Idee ist ja bei uns im Rathaus geboren. Und wir haben es ja auch bei unserem Business-Frühstück kundgetan, dass uns das für die Stadt gut wäre und auch für die Firmen und vor allem für den VfR, weil dass er die Firmen kennenlernt und dass er bessere Vernetzung, weil ich bin zutiefst überzeugt davon, dass der Sportverein und die Firmen einfach eine Symbiose eingehen müssen. Da gebe ich Ihnen recht. Uwe, bist du der Meinung, ist diese Symbiose heute entstanden durch dieses Turnier? Also hundertprozentig. Ich bin ja seit in der Früh da. Ich habe mit einigen Firmeninhabern und Geschäftsführern gesprochen. Die sind ausnahmslos begeistert. Spricht nichts dagegen, das nicht wieder durchzuführen. Da bin ich der Frau Gaber auch sehr dankbar, dass uns die Stadt hier immer so großzügig unterstützt. Das ist die Idee, die ja geboren wurde mit dem Herrn Weber Daniel, unserem Trainer von der ersten Mannschaft, mit der Frau Gaber, dass das so schnell umgesetzt worden ist. Die Frau Gaber, sieht man, ist immer bereit für innovative Ideen. Also, ich meine, wir haben auch beide in den Hintergedanken, wenn die Firmen hier glücklich sind in Garching, hat sie höhere Steuereinnahmen und wir hoffen uns natürlich, den einen oder anderen Sponsor zu finden. Aber ich glaube, wenn wir zusammenhalten, dann wird es funktionieren. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Wir waren froh gewesen am Anfang mit 8 Mannschaften. Jetzt sind es 20. Ich bin mir sicher, das wird noch nächstes Jahr noch umfangreicher werden, das Turnier. Aber das ist jetzt ein guter Start. Wir können jetzt lernen, wir können üben. Genau. Und jetzt dann, wenn wir den neuen Kunstrasenplatz bekommen, Garching ist in der Presse, Bayernliga, die Frau Gauber als Bürgermeisterin unterstützt uns, ist auch in der Presse, ist ja im Wahlkampf. Wenn wir alle zusammenhalten, dann wird das als Riesensache. Bin überzeugt davon. Da gebe ich dir recht. Frage an Sie noch, Frau Bürgermeisterin. Sie sind ja auch heute fast, glaube ich, den ganzen Tag oder sogar den ganzen Tag da gewesen. Ist das richtig? Mit Unterbrechung, weil ich in der Zwischenzeit auch noch im Pflegeheim war. Aber ansonsten interessiert mich natürlich der Sport sehr. Und außerdem war schon ein Hintergedanke, ich habe ja einen Wanderpokal gespendet. Ja. Und ich hoffe ja, dass jedes Jahr das eine andere Firma gewinnt. Und der Modus ist noch nicht festgelegt, aber ich habe gesagt, wenn es einer zwei- oder dreimal gewinnt, dann kann er ihn behalten, dann spendiere ich einen neuen. Die Jugendlichen, die in Garching begeistert zuschauen und eigentlich jung und alt ist dabei und Frau und Mann, das ist auch interessant und also ich finde das ganz toll und ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier. Was man auch sagen kann, Uwe, wir haben spontan für die Kinder ein kleines Event noch gemacht. Das ist ja, sage ich mal, eine spontane Idee gewesen. Kinder sind natürlich für den VfR Garching sehr wichtig und stehen im Vordergrund, richtig? Mit Sicherheit, weil, sagen wir eins, gerade im Amateurbereich, wenn man in einem finanziellen Rahmen sich bewegt, der ja absolut wirklich im Amateurbereich ist, dann lebt man vom eigenen Nachwuchs. Und man sieht es bei uns in der ersten Mannschaft. Wir spielen in der Bayernliga und es sind 6 Spieler im Kader, die aus dem eigenen Kader kommen, also im Kader, die aus der eigenen Jugend kommen.
Und die sind auch wieder im Neuen. Es rutschen jedes Jahr ein, zwei raus aus der Jugend, die in den Kader der ersten Mannschaft kommen. Und das muss unser Weg sein. Und das geht nur, wenn man von Anfang an, von klein auf, die Kinder versucht, hier im Verein zu halten, zu fördern. Wir werden uns in Zukunft professionellere Trainer auch holen. Das kostet auch ein bisschen was, das ist klar, aber ich bin nach wie vor der Meinung, die Leute geben halt für ihre Kinder 30, 40 im Monat aus für Handys und dann haben Sky daheim und bewegen sich nicht. Und wenn es für die Kinder einen 20 im Monat ausgeben, die Kameradschaft, das Sozialverhalten, was in der heutigen Zeit der Zusammenhalt ganz, ganz wichtig ist. Und mit dem Ziel, auch irgendwann mal in dem schönen Stadion auf dem tollen Platz zu spielen, in der ersten Mannschaft, mit der Unterstützung unserer Frau Bürgermeisterin, die bei allen Aufstiegsspielen im Stadion war und mitgefiebert hat. Und das ist, kann ich sagen, nicht Wahlkampf. Das weiß ich von der Frau Gaber, dass ihr Herz wirklich für den VfR schlägt. Und da bin ich auch sehr dankbar. Ja, und jetzt, da haben wir gesagt, die Kinder, da muss man auch was machen. Weil wenn die Väter kicken und die Kinder werden langweilig, dann macht man da Kinderschminken. Da haben wir ein kleines Fußballturnier gemacht. Da haben sie dann... Wir wollen sie nicht verwöhnen, nicht das Versaugern. Hat es Gummibärli geben für die Sieger. Und das ist auch in Ordnung. Wir haben eine Geschwindigkeitsschussanlage und dann haben wir auch eine Torschuss, also eine Torwand. Ja, und die Kinder hat Spaß gemacht. Die Mütter können auch ihren Kaffee, ihren Kuchen zu sich nehmen, ohne dass sie immer gleich auf ihre Kinder schauen müssen. Die Anlage bietet sie an, es kann keiner aus. Also für mich, ich habe es nicht so positiv erwartet, muss man ganz ehrlich sagen. Also Kompliment nochmal an die zwei Initiatoren, die Frau Gaber und den Weber Daniel. Das habt ihr ja wirklich super gemacht. Und ich hoffe, dass die Frau Gaber nächstes Jahr auch wieder so großzügig unterstützt. Frau Bürgermeister, eine Frage habe ich noch an Sie. Herr Uwe hat es gerade angesprochen. Sie waren bei den Relegationsspielen alle dabei. Was erwarten Sie sich jetzt, sage ich mal, als VfR-Fan in der Bayernliga von der Mannschaft? Dass es so weitergeht. Und kontinuierlich, also das kontinuierlich spielen. Mhm. Also ich erwarte jetzt nicht gleich, dass sie nächstes Mal in die nächste Liga aufsteigen, aber dass sie sich wirklich im Mittelfeld jetzt einmal etablieren und dann schaut man weiter. Also wer hätte am Jahresanfang geglaubt, dass sie in die Bayernliga aufsteigt? Ja, die VfRler schon. Als nicht so Fußballfan. Hat mir mein Mitarbeiter gesagt, ja, das wäre möglich, sag ich. Und was sagt das für die Stadt Garching aus? Müssen wir dann mehr sponsern oder sonst was? Er sagt, das Sponsern kann man nie genug. Und darum haben wir uns auch entschlossen, den Hartplatz jetzt dann umzufunktionieren in einen, wie heißt der? Kunstrasenplatz. Und weil ich lese immer bloß Tennenfeld und musste lernen, dass es der Kunstrasenplatz wird. Und ja, und ich denke, wenn wir kontinuierlich die Jugend fördern, dann ist es auch gut miteinander, weil bei uns sozial wäre es schon problematisch. Wir haben zum einen einen großen Zuzug und auf der anderen Seite ein ziemliches Gefälle von Einwohnern, sagen wir mal, vom mittleren, niederen Einkommen und hohen Einkommen. Und was verbindet mehr mit Fußball? Also das sieht man bei der Europameisterschaft, bei der Weltmeisterschaft. Und das ist auch im Kleinen so. Und darum bin ich wirklich dem VfR dankbar, dass er so viel für die Jugendlichen und für die Kinder macht. Das ist natürlich sehr erfolgreich. Die ersten drei Spiele sogar schon gewonnen. Also von daher sind wir sehr zufrieden, haben eine sehr gute Idee. Darum haben wir, waren glaube ich auch die Ersten, die zugesagt haben, weil wir das einfach insgesamt eine gute Idee finden. Und das ist natürlich für den Verein auch eine gute Sache, wenn da auch genügend Sponsoren gefunden werden. Das ist natürlich auch ein Aspekt, aber drum, wir finden es sehr gut. Das Halbfinale war schon erstrebenswert. Was ich sagen kann, was ich mitbekommen habe, ist echt wahnsinnig super aufgezogen. Ich glaube, die Stimmung, die begeistert ja jeden. Ich weiß nicht, ob ich noch nicht gekostet werde, nachher machen nach dem Spiel. Okay. Aber sonst bin ich echt begeistert und gut ab. Jetzt glaube ich, kann ich ganz gut sagen, wir haben jetzt das erste Spiel haben wir gewonnen, das zweite haben wir verloren, denke ich, gegen den klaren Favoriten unserer Gruppe. Aber ich denke, dass wir jetzt noch zwei Siege einfahren mit meinem Team und dann. Der Ehrgeiz ist schon da, aber im Vordergrund steht der Spaß und einfach die Teamzusammengehörigkeit von der Firma und das ist jetzt, sag ich mal, der Hauptaspekt. Ich sehe es super angenehm hier, super Atmosphäre, Leute sind freundlich, Essen gibt's, Trinken gibt's, alles super hier.
jeden Fall. Es ist super organisiert und ich glaube, dass es jedem hier Spaß macht, hier dabei zu sein. Wir sind immer Pokal holen. Ist immer. Aber wir schauen jetzt mal, holen das Beste raus. Schauen jetzt mal, wenigstens jetzt weiterkommen. Mhm. Das nächste Spiel gewinnen wir, hoffentlich. Und dann schauen wir mal, wie weit wir Ich hoffe, dass es noch öfters gibt, weil es macht riesen Spaß, mit den ganzen Leuten hier zu sein. Und ich verstehe mich mit vielen hier auch super. Und ich denke, es wird vielen Firmen und allen anderen auch gefallen, wenn es jedes Jahr sein würde, also das Turnier, also Firmenturnier. Vielen Dank für die Einladung. Finde ich super, dass hier mal am Campus was zusammengeht. Es sind ja doch einige Firmen geworden. Und ich finde es klasse. Super Organisation, Plätze passen, nette Mannschaften. Mit Einsatz, also es wird richtig gefightet hier und macht richtig Spaß. Ganz klar sagen, eins, hier konnten wir gewinnen 2-0, eins haben wir 0-0 und eins haben wir 2-0 verloren. Jetzt schauen wir unser letztes Spiel an, wie es weitergeht, aber wie gesagt, Niveau ist hoch, man sieht es schon, das sind nicht bloß Freizeitfußballer, so wie wir. Aber wir geben unser Bestes. Spaß steht im Vordergrund. Wenn unsere Gruppe Mittelfeldplatz belegen und dann das Platzierungsspiel gewinnt, denke ich, ist alles in Ordnung. Die räumliche Nähe zeichnet sich ja aus, der Campus ist ja genau nebendran. Und wie man sieht an dem Interesse, 20 Mannschaften für so ein Turnier beim ersten Mal. Also wir würden uns freuen, wenn es wieder stattfindet, so in einem jährlichen Rhythmus. Und es sind doch ein paar Aktivitäten jetzt vom Campus und es hilft einfach auch die Integration nach Garching rein, so mit den ganzen Leuten sich auch mal kennenzulernen. Sonst rennt man immer in sein Büro rein und ist dann so für sich. Und da lernt man auch mal kennen, wer sonst noch am Campus arbeitet. Also finde ich ganz klasse. Danke. Ja, finde ich eine tolle Sache, dass endlich einmal was gemacht wird im Raum München-Nord, sprich Garching, dass endlich einmal was passiert, ist, finde ich, echt total in Ordnung. Und sind Sie mit dem, wie es überhaupt bis heute, sag ich mal, heute für Sie lief, fußballerisch, sind Sie da zufrieden oder wie ist es verlaufen bisher? Ja, gut, sagen wir mal so, nicht so gut gelaufen, wir hätten uns ein bisschen mehr erwartet, aber gut, nichtsdestotrotz, dabei sei es alles und der Spaß ist die Sache. Wir haben schon teilweise Verpflegung von euch erhalten, also beziehungsweise von eurem Angebot und tolle Sache und auch ganz herzlichen Dank an die Ehrenamtlichen, die was das da machen, weil ohne denen geht das in keinem Verein. Und ganz tolle Sache. Passfaktor super und auch von der Organisation alles super gemacht, die Plätze in einem Top-Zustand und wirklich, alles, wirklich kann man nichts wieder machen. Das ist wirklich empfehlenswert. Auf jeden Fall, dass es nichts wieder macht, das würde ich schon so ein bisschen sagen. Jetzt mal. Wir haben zwei verloren, einmal unentschieden und einmal gewonnen. Aber dafür hatten Sie sehr viel Spaß, oder? Viel Spaß ist auf jeden Fall da. Ich glaube, wir sind immer mit zwei Mannschaften da. Wir haben einmal die Papiertantler, die sind da ziemlich vorne dabei. Und wir sind halt jetzt ausgestiegen. Wir sind mit zwei HG GmbH. Wir sind da jetzt ausgeschieden. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch ein Spiel um die Platzierung und dann ist bei uns vorbei. Aber auch die andere Mannschaft von uns, die ist noch weiter oben. Die spielt noch einen Sieg mit. Das Firmen-Event war sehr gut organisiert. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Die Mannschaften waren auch auf einer guten Ebene, also ich bin komplett zufrieden mit dem Ganzen. Wir sind leider nicht gut abgeschlossen, weil wir halt nicht immer regelmäßig miteinander spielen. Aber wichtig für uns war einfach mitzumachen, mit dabei zu sein, Spaß zu haben und das war das Wichtigste. Wichtig für uns war mitzumachen, mit dabei zu sein. Wir haben uns vorgenommen als Ziel für nächstes Jahr, dass wir in den ersten drei dabei sind. Das heißt, wenn ich es raushöre, würdet ihr euch sehr darüber freuen, wenn es jetzt regelmäßig dieses Firmen-Event gibt? Auf jeden Fall, ja. Würde uns sehr freuen, wenn es wieder stattfindet. Hat sehr viel Spaß gemacht, war gut organisiert. Sollte man auf jeden Fall wieder machen.